Ja, hallo bei Nerdvermedizin, heute direkt hier aus dem Notarztdienst und es ist schon spät, dunkel draußen und da wird man natürlich nachdenklich und fragt sich so, was habe ich eigentlich aus meinen Einsätzen mitgenommen, was waren so Punkte, die mich tatsächlich überrascht haben. Und ganz konkret soll es heute ums Eyeballing gehen, das heißt um das Erkennen eines kritisch kranken Patienten, um das Bauchgefühl. Über das Bauchgefühl selbst hat Daniel Marx mit uns schon mal geredet. Da lohnt sich sicherlich, das Video nochmal anzugucken. Heute soll es bei mir um Eyeballing gehen, also um das Erkennen des kritisch Kranken. Und wie machen wir das eigentlich? Und erfahrene Notfallmediziner, Rettungsdienstler und Pflegekräfte in der Intensivstation oder auch Notaufnahmen oder Präklinisch, die machen das normalerweise ganz unterbewusst, indem sie dem Patienten das über das Hautkolorit ansehen und über die Atemfrequenz ansehen, dass es dem Patienten schlecht geht. Und das machen wir nicht bewusst. Also wir zählen nicht bewusst die Atemfrequenz aus oder achten wirklich auf dieses Hautkolorit, sondern wir haben da so ein Bauchgefühl, weil wir das eben unterbewusst sofort wahrnehmen. Das ist in uns Menschen so verankert. Und ich will euch das mal an einem Fall, der für mich sehr eindrücklich war, näher erläutern. Das war eine Patientin, zu der ich gekommen bin, erstmal aus relativ banalen Gründen, wegen Verdacht auf Influenza. Und da ging es darum, dass die Patientin eben ins Krankenhaus eingewiesen werden sollte. Und die brauchte eben nochmal sagen wir mal, ein ärztliches Gespräch, weil sie das nicht wollte. Und ich bin zu der Patientin hingekommen, dachte mir auf dem Weg dahin, naja, Standardeinsatz, warum hat man mich denn da gerufen, kam rein und habe die Patientin angesehen, dachte mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, der Patientin geht es nicht gut. Die hatte ein marmoriertes Gesicht und eine Atemfrequenz von mindestens 25. Dann habe ich mich aber erstmal ins Boxhorn jagen lassen, weil ich habe einen kurzen Blick auf die Vitalparameter geworfen und tatsächlich die Patientin hatte eine 98er Atemfrequenz, hatte einen Top-Blutdruck und hatte eine Herzfrequenz, die gut bei Fieber von 39 Grad eben erhöht war, 110. So what? Und so habe ich mich dazu entschlossen, jetzt die Patientin zügig zu transportieren, ihr vorher zwei große Zugänge zu legen, ihr trotzdem Volumen zu geben, weil ich persönlich der Meinung war, das ist eine Sepsis. Und tatsächlich war es dann auch so, während dem Transport ist die Patientin massiv verfallen, von dem Blutdruck her eingebrochen, innerhalb von 20 Minuten extrem hypoxisch auch geworden. Und dann im weiteren Verlauf war die Patientin auch leider nicht mehr zu retten und ist an einer schweren Sepsis verstorben. Deswegen habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und auch in den Kursen, wo Martin und ich immer wieder unterrichten, da sagen wir, die Atemfrequenz ist das Allerrelevanteste. Und fangen wir mal mit der Atemfrequenz an. Das ist so ein Vitalparameter, der in meinen Augen vollkommen vernachlässigt wird. Denn häufig peilen wir die Atemfrequenz so ein bisschen über den Daumen, aber wirklich auszählen tun wir sie nie. Wie zählt man eigentlich eine Atemfrequenz aus? Ganz einfach, indem wir den Patienten beobachten und mindestens über 15 Sekunden, viel genauer ist es noch, wenn wir über 60 Sekunden die Atemzüge dann einfach mal auszählen. Und warum ist eine erhöhte Atemfrequenz so gefährlich? Und kommt ja übrigens auch in ganz vielen Risikoscores vor, also im CRB-65-Score für Pneumonien oder auch im Q-SOFA-Score kommt die Atemfrequenz vor. Also die Atemfrequenz ist ein Warnzeichen. Und das hängt damit zusammen, dass der Atemantrieb ja gesteuert wird, einmal vom Sauerstoffanteil im Blut, aber vor allen Dingen vom CO2-Anteil im Blut, also vom PaCO2. Wenn die Sauerstoffkonzentration abnimmt oder die CO2-Konzentration zunimmt, dann steigt unser Atemantrieb und die Atemfrequenz dadurch. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass unsere Atmung natürlich ganz wichtige Funktionen im Säure-Base-Haushalt übernimmt. Sprich, wenn der Patient eine Azidose hat, dann versuchen wir die abzuatmen, also durch ein höheres Atemzugvolumen und durch eine höhere Atemfrequenz, also ein höheres Atemminutenvolumen, eben abzuatmen. Und zum Beispiel bei Laktat im Blut haben wir eben so eine metabolische Azidose, die wir dann versuchen respiratorisch zu kompensieren durch eine erhöhte Atemfrequenz. Oder auch wenn man einfach Stress hat. Man hat Stress, man hat Angst oder man hat eine starke Sympathikusaktivität, man hat starken Schmerz, dann erhöhen wir unsere Atemfrequenz. Also man kann insgesamt sagen, dass ein Mensch mit einer hohen Atemfrequenz meistens irgendein Problem hat.
Ja. Und deswegen möchte ich nochmal ganz, ganz klar darauf hinweisen, dass man die Atemfrequenz niemals einfach abtun sollte. Natürlich gibt es auch junge Mädchen, die bei einem Konzert von irgendwelchen Popstars mal hyperventilieren, aber gerade bei Patienten mit Infektionen im beginnenden Schockgeschehen, da ist die Atemfrequenz häufig der früheste Vitalparameter, der sich verändert. Deswegen habe ich euch noch ganz interessante Literatur mal in die Shownotes mit reingepackt. Also vergesst niemals die Atemfrequenz. Und was ist da so ein Warnwert? Wenn die Atemfrequenz über 20 ist, dann solltet ihr hellhörig werden und dann sollte man auf jeden Fall die Patienten gut beobachten. Und übrigens ist der SpO2-Wert, also die periphere Sauerstoffsättigung, kein gutes Warnsignal. Patienten, die vorher vielleicht noch gesund waren, die kompensieren sehr lange ihre periphere Sauerstoffsättigung einfach durch Hyperventilation und können dann aber sehr, sehr schnell einbrechen, so wie aus dem Fallbeispiel. Und zum zweiten Warnsignal, das ist das Mottling. Das ist die Hautmarmorierung. Und zum Mottling, wie man den Mottling-Score erhebt, da habe ich euch was gezeigt. Die Hautmarmorierung oder die Durchblutung der Haut, die ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn die abnimmt, wenn wir sehen, dass der Patient marmoriert ist, das beginnt normalerweise im Bereich der Kniescheiben und dehnt sich dann immer weiter auf den Beinen entlang aus. Wenn man dann sieht, wenn der Patient schon im Gesicht marmoriert ist, so wie aus meinem Beispiel, dann ist da was wirklich sehr im Argen und da muss man extrem wachsam sein und sollte sich nicht ins Bockshorn jagen lassen von irgendwelchen Vitalparametern. Deswegen möchte ich euch nochmal ganz klar darauf hinweisen, dass ihr immer auf die Marmorierung achtet und auch die periphere Durchblutung, also die Recap-Zeit, messt. Und da gibt es einen ganz tollen praktischen Tipp. Einmal messen wir die ja häufig hier am Fingernagel, indem wir draufdrücken. Da muss man sagen, das ist gar nicht so akkurat, wie das Ganze an der Kniescheibe zu messen. Und wir drücken damit einfach mit dem Daumen auf die Kniescheibe drauf. Und wie fest muss dann eigentlich der Druck sein? Wir drücken drauf, bis vorne unser Nagelbett weiß wird. Jetzt schaut mal hier bei mir vorne drauf. Jetzt drücke ich drauf. Seht ihr, da verändert sich die Farbe. Jetzt verändert sich die Farbe. Und dann ist das eine ideale Druckfestigkeit zur Recap-Messung. Und so kann man ideal einschätzen, wie ist die periphere Durchblutung des Patienten, um auch dieses Warnsignal eben zu bestimmen. Zusammengefasst also, was solltet ihr euch im Rettungsdienst in der Notaufnahme und auf der Intensivstation merken? Wenn ein Patient eine hohe Atemfrequenz hat, hoch heißt über 20, dann habt ein gutes Auge auf ihn, weil das ist ein frühes Zeichen für eine Dekompensation des Patienten und geht sehr, sehr gut oder korreliert sehr, sehr gut mit der späteren Mortalität. Das heißt, achtet darauf und überseht das nicht und tut es nicht einfach ab, nur weil die restlichen Zahlen auf dem Monitor stimmen. Und zählt sie vor allen Dingen auch vernünftig über eine Minute auch ruhig mal. Und das andere ist die Marmorierung. Wenn ein Patient Marmorierung hat, und das beginnt eben an den Knien, deswegen schaut euch ruhig mal die Beine an, oder eine verlängerte Recap-Zeit, dann ist auch das ein wichtiges Warnsignal und auch da sollte man unbedingt dann hellhörig werden und den Patienten auf jeden Fall gut im Auge behalten. So, das war's von mir. Ich hoffe, es war für euch interessant. Ich hoffe jetzt, dass ich eine ruhige Nacht habe und lege mich mal ins Bett. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder eigene Erfahrungen, immer bitte gerne teilen oder kommentieren. Und wir würden uns extrem freuen, wenn euch unsere Videos gut gefallen und wenn ihr Kollegen und Freunden davon dann erzählt, denn wir freuen uns über jeden weiteren Notfall-Nerd. So, das war's von mir. Macht's gut. Schönen Abend.